Grüßt euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Ready or not. Genau. Mit dem Chris. Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich. So, ihr seht im Hintergrund schon das Feuer brennen an dieser Waldhütte. Denn heute werden wir die Mission Tödliche Besessenheit spielen. Ja, die Adresse ist Sullivan Slope, Make It Falls Mark. Sowas in der Art. Und es wurde ein Haftbefehl gegen eine ehemalige USIA-Analysten erlassen, der verdächtigt wird, 5 Polizisten in dem Maquette County Greater Los Santos ermordet zu haben. Und den werden wir uns jetzt schnappen. Und wenn wir einmal in die Missionsbeschreibung reingehen, dann sehen wir auch, dass wir den Typ hier, diesen Gerald Scott, verhaften müssen. Den müssen wir halt lebend ergreifen. Und deswegen habe ich mir auch einen Taser ausgerüstet. Ne? Denn damit geht das ganz gut. Und ansonsten können wir einfach alles verhaften oder neutralisieren. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, denn in diesem Gebäude, Freunde, brauchen wir unbedingt eine Optiwand, denn hier gibt es Sprengfallen. Und da müssen wir sehr, sehr doll auf der Hut sein. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. So. Ich bin auch gespannt. Los geht die wilde Fahrt. Oder? Wie bitte? Los geht die wilde Fahrt auf der kleinen Maus. Kennst du das auch? Nee. Die kleine Maus hat das auf so Rummeln oder. Ist das oder, nicht die wilde Maus? Genau. Achso, stimmt, wilde Maus heißt das ja. Genau. Diese kleine Achterbahn für. Eine kleine Maus ist was anderes, du kleiner. Aus einer wilden Maus wird eine kleine Maus. Vielleicht auch umgedreht. So, ich bin hochmotiviert. Ich auch. Lass uns ein paar böse Leute festnehmen. Vorrücken und achtet wieder mal drauf, wie hervorragend und wunderschön diese Grafik ist. So, Balustrade, Feuer links. Wir gehen erstmal rechts am Haus vorbei. Was auch, finde ich, das Spiel unheimlich gut trainiert, was ich auch merke, was besser geworden ist bei mir persönlich, das mögen andere anders verurteilen, ist, dass ich besser konzentrierter die Befehle gebe. Dass ich nicht mehr so oft links und rechts verwechsel und einfach ein bisschen ruhiger in die ganze Sache reingehe. Ja, empfinde ich auch so. Und ich für meinen Teil muss sagen, dass ich nicht mehr gucken muss, an welcher Stelle ich laufe, sondern dass das irgendwie klarer ist. Weißt du, was ich meine? Wir decken uns anders ab. Ja. So, dann vorrücken. Linke Tür bitte einmal verkeilen. Obere Reich ist frei. Ich kann die linke Tür auch übernehmen. Geh du lieber nach oben. Oder nee, warte, ich guck erstmal rein. Wollte gerade sagen, guck doch mal rein. Oh, da ist eine Waffe, die da durchguckt. Ui. Da scheint einer hinter zu sein. So, was machen wir da? Ich verkeile, wa? Gleich verkeilen, ja. So, ich guck trotzdem mal runter. Ja, da siehst du, das steht da der. Zielt aber nach rechts. Gut, um den kümmern wir uns erstmal nicht, würde ich sagen. Wir gehen erstmal hoch. Ich schleiche mich weg, nicht, dass er hier durch die Tür schießt. Ich deck dich ab. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Sprengfalle. Ja, okay. Kein Kontakt. Zumindest nicht sichtbar. Aber hörbar, ne? Hörbar, ja. So, ich würde sagen, ich mache die Tür leicht auf. Ja. Und werde dann die Sprengfalle entsichern. Ich werde weiterhin die Tür sichern. Super. Securing the device. So, Sprengfalle ist entsichert. Schild ausrüsten. Warte. Ja, okay, bin bereit. Ich mache auf in 3, 2, 1. Los. So, links ist frei. Linke Tür ist offen oder zu? Zu, okay.
So. Okay, denk dran, da ist die Treppe. Ja, Treppe ist soweit frei, so wie ich Bereich und keile erstmal. Ja. Okay. Treppe ist erstmal clear, weil kann ich weitergehen? Du kannst weitergehen, ja, weiter in den rechten Bereich vorrücken. Sicher dich mit der Treppe. Oh, hinten steht einer am Fenster. Alles klar. LSPD, don't move! Oh nein! Was? Das ist unser Typ gewesen. Oh nein, hast du den nicht erkannt? Nein, habe ich nicht erkannt in dem Moment. Ja, dann, okay. Dann nochmal, oder? Absolut normal. Aber ist interessant, dass er mich nicht einmal getroffen hat. Ja. Auch nicht schlecht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gleich nochmal, oder? Ja, gleich nochmal. Aber ist doch schon mal gut. A, wir sind nicht gestorben. Man muss das auch von einer positiven Seite sehen, nämlich. Ja, absolut. Ich habe ihn wirklich nicht erkannt als unseren Hörni. Der stand ja ganz weit hinten und ich habe nur gesehen, okay, alles klar, der schießt auf uns. Ja, ich check mal ganz kurz, wie sieht denn der aus so? Warte mal, der hat ja bestimmt auch ein Bild hier, oder? Mhm. Ja, aber der ist doch im. Aber der hat doch eine Maske auf. Ah. Und Stroh liegt da auch überall rum, ne? Genau. Und die. Und diesen Ghillie-Anzug, weißt du, was ich meine? Ah ja. Das war doch der Typ, der unter dem Ghillie auch noch diese Platten hatte, diese Metallplatten. Ja. Wo die Stinger nicht gewirkt haben. So, bitte einmal den oberen Bereich abdecken, ich übernehme den linken Bereich. Checke die Tür und verkeile. Ja, eine Sprengfalle auf jeden Fall. Mhm. Dann wird da keiner durchgehen. Brauchen wir auch nicht verkeilen. Richtig, dann wird da keiner durchgehen. Lightstick. Oh. Warst du das? Ich habe einen Lightstick, glaube ich, geworfen, ja. Obwohl ich ihn nicht sehe. Naja, egal. Lightstick. Ist auch wichtig, dass man das sagt. Ja. Ich über diese Rattenfallen, ey. Raum ist sauber und wir haben wieder eine Sprengfalle. Alles klar. Gleiche Nummer wie eben. Ja. Ich jetzt sicher die Sprengfalle. Securing the trap. So, breit machen zum Reingehen. Warte. Okay, bin soweit. Wenn wir? Los geht's. Links ist frei, Tür ist zu. Ja, ich sichere die linke Tür mit einem Keil. Raus aus einer Sprengfalle dran. Nee, ist nicht. Erstmal frei, soweit ich das erkennen kann. Linke Tür gesichert. Ja, wunderbar. Und vorrücken. Ja. Ach, manches wollte ich nicht. Okay, ist erstmal frei. Ich gehe hier rum. Guck, ob außen einer ist. Ja, ich sichere die Treppe. Außen ist auch erstmal keiner. Ich schaue mir mal noch. Also hier ist eine Sprengfalle dran, da wird keiner lang gehen. Kontakt unten. Ja. Da ist keine Sprengfalle dran, wird aber keiner draußen sein. Oder soll ich mal einmal drumherum gehen? Mach mal. Ja, sicher ist sicher, wa? Du bleibst an der Tür, ne? Ja, ich sichere weiter hier ab. Ich habe wieder Kontakt unten. Ja. Wenn was ist, sag Bescheid, ne? Ja. Bisschen beeilen, ja? Also, aber trotzdem ruhig. Ja, ich bin gut zu Fuß. Gut am Start. Hattest du die Tür hinten verkeilt? Ja. Okay, gut.
Also, Außenbereich ist clear. Ich komme zurück. Ja. Am besten Waffe senken, Schild weg. Ja, klar. Schon passiert. So. Gut, dann Rückzug. Ja. Dankeschön. Meine Güte. Das war jetzt aber blöd. Zumachen hier. So. Keilen? Ja, würde ich sagen, ne? Weil sonst kommt Keile, nämlich. Ja. Genau. Ja, gut. Gut, dann gehen wir jetzt unten rein. Jawohl. Ab im Keller. War hier unten? Hier war noch eine Sprengfalle, ne? Hattest du gesagt? Da ne? War eine Sprengfalle, ja. Schöner Kiefernwald hier. Mhm. Gute Steinpilze. Ja. Guter Steinpilzboden. Ah ja. Da ist schon rechts. Ja, ich glaube. Sturmkratten her. Mhm. So. Ich sicher dich. Oh, was ist denn hier mit meiner Maustaste los? Warte. Oh ja, jetzt. Kontakt. Da ja. Läuft einer. In den linken Bereich. Ja. Kommt ja. Auf die Tür zu. Kommt auf die Tür zu. Kann sein, ja, dass er aufmacht. Ja. Ja. Ich check nochmal ganz kurz. Ich muss noch eine Sprengfalle ja. Da ist. Ja. Ist eine Sprengfalle da, aber er zieht direkt auf die Tür. Jetzt geht er wieder zurück. Okay. Der patrouilliert hier aber wie verrückt. Ja. Jetzt steht er hinten in der Ecke, praktisch da, wo der Spalt ist. Ah ja. So, was machen wir da? Gute Frage. Jetzt hat er die Waffe weggesteckt. Jetzt ist er wieder ein bisschen ruhiger unterwegs. Ja, dann mach langsam auf. Ja, da ist eine Sprengfalle. Ja, ich weiß. Um die Sprengfalle zu entschärfen. Ich check erstmal, ob die Tür geschlossen ist. Die Tür ist aufgeschlossen. Okay, ich mach langsam auf. Willst du die Sprengfalle sichern? Ja. Dann geh du mal auf die linke Seite. Ich decke dich ab von hier, falls er aufmacht. Ja. Mach dir die Tür auf? Ja. Entschuldigung, ich muss mich verbinden. Ja, ich habe jetzt einmal komplett die Tür zerlegt. Ja, ne? Ja, wir haben ihn auch erschossen. Ja, okay. Hat er gemerkt, ne? Die Sprengfalle ist noch aktiv, denk dran, ne? Ja, ich wollte bloß einmal durchgucken. Okay, gut, ich würde sie, du hast ja jetzt das. Gute Sicht drauf. Ja. Ah ja, okay, ja gut, das tut mir jetzt leid für ihn, aber... Ja, mir nicht. I got this. Alles klar, gut, ich nehme. So, alles klar. Ja, ich würde jetzt reingehen. Ja. So, links ist frei. Ja, rechts ist auch frei. Ich sicher den kurz. Ja, mach das. Suspect down, alive. Talk to element. Roger that. Alive? Ach was, ist ja cool. So, ich würde jetzt einmal ganz kurz hier um die Ecke schauen, ob da die Tür zum Treppenhaus offen ist. Ja, ansonsten verkeilen bitte. Ich sichere dich. Tür ist zu, ich verkeile. Das können wir uns sparen. Okay, alles klar. So, dann einmal bitte den Spalt safen. Ja, Moment. Ja. So, Spalt ist safe. Der Raum scheint sicher zu sein, hat aber auch eine Sprengfalle. Ist ja alles voller Sprengfallen, ey, Junge. Mach entschärf die mal bitte. Ja. Disabling now. So, bitte einmal rein. Raum ist clear. Okay, dann sammeln. Ja, Moment, ich guck mal nach. Irgendwie hatten wir hier einen. Nee. Okay, gut. Alles klar, bin wieder da. Eklig, ey. Ja, Lava, ne? Lava, Rhabarber. Oh, hier ein Kaninchen, ey. Oh Mann. Echt, ja? So.
Hast du die Waffe von ihm gesichert? Was? Hast du die Waffe von ihm gesichert? Ja, ja, hab ich. Ich checke mal kurz hier mit dem Optigun. Mhm. Ja, ist sauber, allerdings mit Sprengfalle. Ah ja, war klar. Ich mache auf. Ja, willst du auch sichern? Oder? Ja, ja, du sicherst mich von hinten. Alles falls klar. Falls einer die Tür aufreißt. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, ja, nee, unten ist der Keil noch drin. Ach. So, dann. So, warte, auf. Du hast gesagt Sprengfalle, ne? Ja, ja, ich mach hier so. Okay, gut. Kontakt! Warte, stopp! Warum habe ich keine Dings? Warte! Ach du Scheiße! Ab ihn. Oh, ich hatte vergessen nachzuladen. Und ich dachte, der kommt da runter und es passiert nichts. Ich guck mal, ob ich nachladen muss. Nee, ich hab noch. Ja. Okay, alles klar. Jetzt kannst du das. Ich hab. Kann ich jetzt, ja? Sicher. Ja, ja. Jetzt kannst du. Hast du denn wirklich was abgekriegt? Ja, ja, ein bisschen was an der Hüfte, aber nicht viel. Okay. So, kannst du durchgehen? Ja. Einmal erst kurz oberen Bereich checken. Oh, der Typ steht direkt am also welcher? Unser oder? Ja, unser Typ steht direkt auf der Treppe. Okay, dann müssen wir teasern, oder? Ja, genau. Aber ich du musst vorgehen. Eine Granate hochwerfen. Hast du eine? Ja, habe ich. Aber der Typ hat doch dieses Gesicht. Warte. Aber tasern geht doch trotzdem. Hast du eine Stinger? Ja, das war gut. Nee. Ey, jammer. Jetzt ist schnell. Nothing. Ab ihn. Deck mich ab, bitte. Ja, 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 ich bin da. Ab ihn. Ja, sehr schön. Ich geh zurück, Schild. Alles klar. Ja. Ja. Okay, nimm mal die Waffe noch von ihm. Ja, mach ich. Keep it up. Okay, wir haben aber noch nicht... Ach, wir haben Soft. Complete. Ja, aber wir... Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt erschossen? Das müsste noch einer sein. Keine Ahnung. Ja. Aber oben ist Mission Soft Complete. Ich guck kurz in die Beschreibung. Nee. Bringen Sie Chaos ins Ordnungsgrün und ja gut, dann müssen wir jetzt aber noch alle... Beweise. Denk an die Sprengfallen. Ja, ja, ich gehe hier nicht rein jetzt. Gut. Ich so, ja. Kannst du aber mal drunter gucken, bitte? Ich auch. Sprengfalle. Alter, überall Sprengfallen. Nee, dann gehe ich hier auch nicht rein. Man hat ein anderes Empfinden, ne? Ich bin irgendwie ein bisschen careful, muss ich gestehen. Ja, ich gehe kurz rechts gucken. So, wer anders? Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alles, ne? Gesichert. Ah ja, hier ist der... Oh, hab ich mich verjagt, ey. Alter Ball. Vorsicht, ne? Hier ist eine Sprengfalle dran. Ja, ja, also da geht's los. Genau. Wie gesagt, denk an die Sprengfallen, ne? Jawohl, Chef. Nicht einfach durch die Türen gehen. Nee, den mach ich nicht. Hier haben wir noch was, aber das ist, glaube ich, nur so ein... Vielleicht haben wir irgendwo eine Waffe noch nicht gesichert. Machen wir auch gleich. Ja, erstmal komplett säubern, das Ding hier. Erstmal ja, jetzt kurz checken überall. Da links könnte noch eine Sprengfalle sein. Ich bin ja. Nicht hier. Warst du das gerade? Alles gut, ich mach bis hier eine. Redest du gerade, oder? Nein, alles gut, ich mach eine Trap. Aber ich habe doch gerade eine Stimme gehört. Das bin ich, ja? Was sagt das? Ich habe gerade gesagt, redest du gerade, du so nein? Voll verjagt, ey. Okay, so. So. So, also Räume sind alle safe. Ja. Aber irgendwie. War oben einer? Nee, oben hatten wir keinen, ne? Oben hatten wir keinen, ne? Waren die alle unten? Aber wir brauchen doch noch ein Dingens.
Irgendein Beweis fehlt noch, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Sonst würden sie uns das ja nicht zeigen hier. Sonst würde aus... Check doch nochmal, du check du nochmal oben, ich check nochmal unten. Ja, ja. So, wo ist der Beweis? Ich würde rübergeben hier den Knilch. Ah ja, hier, den haben wir auch gemeldet hier, guck mal. One suspect down, requesting immediate medical. Talk to entry team. Waffen auch noch nicht gesichert. Mann. Schlampige Polizeiarbeit hier. Absolut. Was ist mit dem hier? Aber die Waffe, ja, die haben wir gesichert. Das, ah ja. Ah, das war's. Lust. Sehr, sehr geile Sache. Und da war das ja, wir können es ja sagen, ne? Wir haben das ja schon mal ein paar Mal gemacht. Ja. Ne? Ja. Und es lief doch jetzt richtig, richtig gut. Richtig gut, ja. Und Freunde, auch das hier ist eine Mission. Tödliche Besessenheit, könnt ihr euch merken. Für zwei Leute super machbar. Ist ein bisschen tricky, weil gerade der Endboss, der ist echt hart, ja. Ihr müsst auch immer gucken, wie die Leute gekleidet sind, ja. Zum Beispiel haben ein paar Leute, die hier in dieser Mission sind, an Gegnern, die haben Gasmasken auf oder Blendschutzbrillen auf. Dann nützen euch irgendwelche Gas- oder Blendgranaten nützen euch dann nichts. Die könnt ihr schmeißen, dann geht ihr rein, dann werdet ihr erschossen, weil die haben halt kein Problem damit, ne? Und der Typ zum Beispiel, den wir verhaften müssen, der hat auch so eine richtige Bleiweste vorne an. Also ihr müsst wirklich auch auf die Gegner achten, wie sind die angezogen und so. Macht schon richtig, richtig Bock. Aber tödliche Besessenheit, Freunde, geile Mission, macht richtig Bock. Finde ich auch. Ja, dann sind wir damit durch und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission, in der nächsten Episode wieder bei Ready or Not. Ganz genau, Freunde. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.